Scheiße. Aber guck mal, beim Einlenken kommt sowas hängen ein bisschen. Jetzt wäre das ESP aus, geil. Bis außen raus, aber macht er gar nicht schlecht, ne? Alter, also du machst das nicht schlecht. Ja, ist ja mein Beruf, ne? Ja, ja. Das verbindet uns ja alle, dass auf jeden Fall da Herz drin steckt. Ja, voll. Das würde ich auf jeden Fall sagen. Man darf in vielen Hinsichten halt nicht unbedingt ganz nah rangehen, ja, weil halt sehr viel noch selbst gefertigt ist. Das ist so eine Hommage, so ein bisschen dran. Ja, so, ne? Also wenn man sich die Bodykit-Teile anguckt, so, ich glaube, der hat auch mal eine Two-Face-Folierung. Das Rot, Rot ist schön, geil, aber ich bin kein Chrom. Genau, Chrom. Genau, das ist es. Ja. Herzlich willkommen zum Grip Tuning Check. Was ihr gerade gesehen habt, waren Kommentare zu unserem heutigen Auto von absoluten Tuning Freaks. Wem das Auto gehört, was für ein Auto es ist, das seht ihr heute in der Sendung. Ich habe vor einiger Zeit einen Aufruf gestartet. Ihr konntet euch bei uns bewerben. Und jetzt ist es an der Zeit. Ich habe mir die krassesten und interessantesten Autos rausgesucht. Beim Grip Tuning Check geht es darum, diese Autos, aber auch die Besitzer vorzustellen. Mein Name ist Bedes Ben Timofey, ich bin 28 Jahre alt und in der Hauptmontage in der Industrie tätig. Ich habe euch heute mein Masterpiece-Fork mitgebracht, und zwar handelt es sich um einen ES3. Es wurde alles an dem Auto verändert, vom Motor bis hin zur Karosserie, Optik, Leistung, Getriebe, es ist alles verändert worden an dem Fahrzeug. Baujahr 2020, serienmäßig 400 PS, beliebt durch den Fünfzylinder vorne drin. Allerdings schlummern hier jetzt 700 PS unter der Haube. Das Auto habe ich für knapp 79.800 € neu gekauft. Anschließend wurde knapp 116.000 € in das Fahrzeug investiert. Sprich, wir kommen auf einen Gesamtwert von über 180.000 €. Gefühlt ist das Auto randvoll gepackt mit irgendwelchen Performance-Teilen. Auf der anderen Seite wiederum hat das Fahrwerk auch ein Luftfahrwerk und eine Dachbox. Das heißt, diese Mischung ist einfach so konträr, dass ich das heute unbedingt einfach mal testen will. Wir machen mit jedem Auto eine Probefahrt. Dann geht es weiter mit einem Optikcheck, weil egal welches Auto zum Tuning gehört, immer die Optik dazu. Anschließend geht es auf die Hebebühne. Wir müssen einfach einen Technikcheck machen. Und am Ende haben wir speziell für jedes Fahrzeug uns noch eine kleine spezielle Rubrik überlegt. Auf der Probefahrt will Philipp aber erst einmal dem Menschen hinter dem Auto näher kommen. Ja, Bedes, erzähl mal. Audi ES3, wie kam es dazu? Tatsächlich hatte ich einen Audi SQ5 bestellt. Der hat aber zu lange gedauert. Und dann sagte mir der Händler, du weißt was, ein ES3, mach dir den so voll, wie du den willst, konfiguriere den so, wie du möchtest. Wir werden uns preislich einig. Ja, Ende vom Lied ist, ich habe das Auto dann nach ein paar Monaten gekriegt, habe schon Felgen bestellt gehabt und. Hab dann meinen Papa gefragt, hier, was hältst du davon, wollen wir da mal so ein Vater-Sohn-Projekt draus machen? Dann hat er gelacht, sagte der, ja, wir können es mal versuchen, aber ich weiß nicht, wie es enden wird. Ja, und dann haben wir angefangen und erstmal mit Fahrwerk, Felgen und hier ein paar Kleinigkeiten. Ja, dann ging es immer weiter und immer weiter und immer weiter und dann hat es kein Ende mehr gefunden. Und irgendwann hat mein Vater gesagt, so, jetzt hast du eh komplett in allem eskaliert. Jetzt kannst du auch mal richtig eskalieren. Ja, leider ist er halt dann irgendwann krank geworden und an Corona verstorben. Letztes, was er zu mir gesagt hat, zieh es bis zum Ende durch. Und ich will dein Auto auf der Essener Motorshow sehen. Und das haben wir ja dann letztes Jahr Gott sei Dank geschafft. Also die Tragödie, die Bedes mir gerade im Auto erzählt hat, ich habe es erst gar nicht so richtig begriffen. Und deswegen sieht er in diesem Auto natürlich eine extrem krasse Bindung zu seinem Vater. Also das ist schon eine wirklich emotionale Geschichte. Weil du musst dir vorstellen, wir haben immer alles zusammen gemacht. Und auch Kleinigkeiten, er hat mir sehr viel beigebracht. Das war schon so seit klein auf, so mit 3, 4 Jahren hat meine Mutter Fotos, wie ich mit meinem Papa da im Motorraum hänge und er mich als Werkzeug missbraucht, damit ich den Schlüssel raushole, der innen reingefallen ist. Ach krass, also mit so einer emotionalen Geschichte habe ich jetzt natürlich gar nicht gerechnet. Ja, aber das heißt, du hast zu diesem Auto neben dem eigentlichen Tuning-Aspekt schon auch eine emotionale Bindung? 100%, klar. Das Auto war dabei bei der Beerdigung meines Vaters, wo wir ihn ins Krankenhaus gefahren haben, hinterm Krankenwagen hinterher und allem drum und dran. Also wirklich, ich habe viel Schlechtes, aber auch sau viel Gutes mit dem Auto erlebt. Und allein die Erinnerungen, die da kann ich bleiben das für immer, ja. Genau. Das heißt, dieses Auto ist jetzt für dich einfach eigentlich ja unverkäuflich eigentlich, ne? Oh, nee, darum geht es auch nicht. Es geht eher darum, dass ich diese ganzen Erinnerungen mit meinem Vater behalte, weil immer wieder, wenn ich hier einsteige, habe ich das Gefühl, er sitzt mit mir hier drin. Das Auto war bei allen guten wie schlechten Situationen meines Lebens dabei. Und wir haben alles gemeinsam gemeistert. Also für mich ist es wirklich
wie ein bester Freund. Das Gaspedal weiß, wann es mir scheiße geht und die Bremse genauso. Bedis hat aus den 400 Serien PS über 700 gemacht. Wie performt der getunte Audi RS3 beim Topspeed? Was denkst du so? Was schaffen wir hier auf der Landebahn? Boah, ich denke mal 250 werden auf jeden Fall dringend dran sein. Ist auf jeden Fall ganz eklig schon mal jetzt vorab als Beifahrer. Du siehst gleich gar nicht, wo wir hinfahren und wie weit die Landebahn noch geht. Sie geht aber weiter, als man eigentlich... Ich vertraue dir aber. Als man eigentlich denkt. Okay, let's go. Perfekt, ey. Alter Falter. Ja, ich wollte einmal Begrenzer gerade hören. So, jetzt schon haben wir 200. 220. Ah, keine Angst, das geht noch weiter. Ist sicher? Ja, ja, das geht noch weiter. 240. Und 250. Ey, Philipp, ohne Scheiß, ne? Du kannst Auto fahren. Respekt, Respekt, ja, ja, echt. Das war ja wirklich gerade nur. Nur 250 km/h. Nach der Geraden muss der RS3 sich nun auch in den Kurven bewähren. Das höhenverstellbare Luftfahrwerk könnte dabei zum Problem werden. Es verleiht auf Knopfdruck zwar eine geile Optik, glänzt aber nicht durch eine straffe Straßenlage. Es ist leider aus Erfahrung bei einem Luftfahrwerk immer so, die Autos sind dann einfach nicht mehr dafür gemacht, um schnell um die Kurve zu fahren, sondern die Autos fangen an zu hoppeln. Es ist einfach kein klassisches Fahrwerk, sondern ein Luftfahrwerk, welches einfach nur gut aussehen soll. Trotzdem will Philipp spontan wissen, wie sich Bedis luftgefederter RS3 auf der schnellen Runde schlägt. Wir haben eigentlich nicht geplant, bei diesem Dreh eine schnelle Runde zu fahren. Deswegen machen wir einfach mal die Version, du als auf dem Beifahrersitz, Start-Ziel, wo du einfach Start drückst, ja, und die Runde danach einfach wieder stoppt. Los geht's. Ah, also diese Schaltfolge ist einfach geil. Ah, siehst du, guck mal, beim Einlenken kommt sowas hängen ein bisschen. Jetzt wäre das ESP aus, geil. Bis außen raus, aber macht er gar nicht schlecht, ne? Alter, also du machst das nicht schlecht. Ja, ist ja mein Beruf, ne? Ja, ja. So, bis ganz außen raus. Wir wollen ja keinen Platz verschwenden hier. Alter, Falter. Ui. Ganz weit raus, jawohl. Also ich bin echt zufrieden mit dem Gerät hier. Du fährst aber auch echt wie ein Gott, ey. Junge. Da haben wir's schon. Ein Riesenvorteil von dem Luftfahrwerk ist natürlich einfach immer wieder, du kannst das Ding, wenn du stehst, richtig geil ablegen. Während der Fahrt kannst du ihn hochpumpen. Das heißt, selbst mit diesem Auto konnten wir schon gerade zügig um die Kurve fahren, ohne dass es geschliffen hat. Und das ist ja erstmal die Hauptsache. Auf der anderen Seite wiederum willst du natürlich aber auch ein gutes Fahrverhalten haben. Das heißt, die Räder sollen möglichst guten Bodenkontakt haben und das Fahrwerk soll jegliche Unebenheiten wegschlucken. Und das kann nun mal einfach ein Luftfahrwerk in dem Bereich definitiv nicht. Ist Bedis Audi RS3 dank seiner Stärke auf der Geraden trotzdem eine gute Zeit gefahren? Und dann, jetzt kommt's, sind wir gefahren? 59,96. Nur um diese Zeit kurz einzuordnen. Ein C63 fährt eine 59 Sekunden bei uns auf dem Grippodrom. Ein M3 CS fährt eine 58 auf dem Grippodrom. Ich persönlich muss jetzt zur Verteidigung sagen, das war eine handgestoppte Zeit. Da ist ein bisschen Karenz gerade drin. Und da muss ich wirklich sagen, wir sind tatsächlich somit auch einen Rekord gefahren. Wow. Weil ich möchte sehen, welches Auto mit Dachbox hier schneller ist. Ganz einfache Sache, ne? Bin ich mal gespannt, was da noch kommt. Mit Dachbox die Zeit, da muss erstmal einer kommen. Riders on the storm. Riders on the storm. Auf den ersten Blick sieht man schon, dass an dem RS3 von Bedis wirklich viel verändert ist. Also man kann eigentlich nirgendwo hingucken, wo nicht irgendwie ein kleines Detail geändert ist. Und jetzt beim Außencheck werde ich mal gucken, was ich alles finde und mal gucken, was für Geschichten dahinter stecken. Bin mal gespannt hier. Ah, okay, das ist eine reine Optikblende für den Scheinwerfer. Genau. Wer schon die Scheinwerfer beim Abstellen schwarz macht, ja, da muss Optik einfach natürlich im Vordergrund stehen, ne? Schon, ja. Also, ist das Folie oder Lack? Das ist Folie. Das habe ich mit einem Kumpel zusammen innerhalb von 24 Stunden foliert. So, und dann zusätzlich aber hier und da immer noch mal ein paar, genau, Performance-Parts. Ja,
Ja, Performance-Parts, ich denke eher in dem Fall optische Parts. Die Teile kriegst du für ein RS3 in Carbon nicht, oder kriegst du, aber halt irgendwie nicht eingetragen. Somit haben wir uns dann für Gummi entschieden in Carbon-Optik. Wie cool. Ja, die sind aus Gummi. Jetzt kommt das Thema TÜV. Ein Auto, was wirklich jeden Tag bewegt wird, muss einfach TÜV haben. Es muss alles eingetragen sein. Und da ist es natürlich ein Riesenthema, Teile anzubauen, die später als Beispiel die Passanten gefährden könnten. Eine Flap aus Carbon, die ist ultra scharf. Das heißt, wenn man da mal leicht gegenkommt, hat man sofort einen Schnitt. Deswegen kann man solche Teile einfach nur aus einem flexiblen Kunststoff machen, weil sie dann nämlich eintragungsfrei sind. Dann nächster Punkt, Bedes, der ist doch definitiv breiter als Serie. Ich meine, vorne ist das ja relativ einfach an einen Kotflügel dran, genau, der breiter ist. Aber hier hinten? Hinten ist einmal das komplette Seitenteil mit Türeinlauf geschnitten worden, bis hier vorne hin. Ist um 4,5 cm verbreitert worden im Blech. Einen neuen RS3 zu nehmen und den erstmal zu zerschneiden, ist natürlich schon wirklich ein heftiger Eingriff. Das darf man hier auch gar nicht so unter den Tisch kehren, weil mir sind nicht so viele RS3 bekannt, die wirklich verbreitert sind. Deswegen finde ich es wirklich richtig geil, dass dieses Auto in Blech hochwertig und professionell verbreitert wurde. Wer ist das nächste Feature? Ja. Die Dachbox. Genau. Du kannst mir nicht erzählen, dass die dafür da ist, weil du zum Skifahren fährst. Ab und zu tatsächlich schon, aber überwiegend habe ich da immer Waschzeug, Werkzeug drin, weil ich halt auch viel reise und ich habe halt auch nicht so viel Platz im Kofferraum. Dadurch kommt halt auch Gepäck oben rein und es lohnt sich für mich einfach nicht, die Dachbox runterzumachen. Deswegen lasse ich es einfach immer drauf. Ganz ehrlich, wir haben hier ein rot-chromfarbenes Auto, was auf dem Boden liegt. Ich glaube, egal wem du jetzt erzählt hättest, dass du die Dachbox als Stauraum hast, die hätten alle gesagt, bist du bescheuert? Niemals. So, das Auto steht eh nur in der Garage. Nee, ist eine reine Optik. Gar keinen Fall. Das Ding wird im Windwetter, ist auch kein Saisonfahrzeug, das wird jeden Tag bewegt. Es ist ein Fahrzeug und kein Stehzeug. Wenn dann Leute sagen, es ist mir viel zu schade, so ein Auto zu benutzen, vor allen Dingen so nach so einem Umbau, sehe ich das anders. Wenn es kaputt geht, machen wir es einfach neu. Und übrigens ist es auch die teuerste Dachbox der Welt. Wieso? Also die ist aus Vollcarbon. Die gibt es in unterschiedlichen Varianten. In dem Fall haben wir uns für die Vollcarbon-Variation entschieden. Die Dachbox ist noch mal zusätzlich umgebaut. Die Griffe sind verstärkt, dass wir halt Geschwindigkeiten von über 300 km/h damit fahren können. Könnte ein Guinness-Buch der Rekorde Weltrekord sein, oder nicht? 300 mit Dachbox. Ja, den Rekord will ich. Du hast mir auch eine Idee gebracht. Das ist super. Und was kostet so eine Dachbox an? Weil du sagst, wenn es die teuerste der Welt ist? So wie ich die jetzt habe, liegen wir bei knapp 9.000 Euro. 9.000 Euro? Ja. Wenn wir irgendwo hinfahren, die Dachbox ist immer ein Gesprächsthema. Immer und immer und immer wieder. Deswegen muss auch meine Dachbox getunt werden, ist ja ganz klar. Sie funktioniert, sie hat einen Nutzen und sorgt für Gesprächsstoff. Also alles erreicht. Hier hinten, da ist ja Käfig, Bügel XXL drin. Ja, und einmal alles. Trotzdem passen noch Leute hinten rein, da kann ja, auch jemand mitfahren. Da können noch Kinder drin sitzen. Das Auto ist für mich so, man findet an jeder Ecke irgendwie ein kleines Gimmick, was man bisher noch gar nicht gesehen hat. Ne? Hier sind jetzt ein paar Monitore, hier ist nochmal ein Feuerlöscher. Um diesen RS3 zu fahren, muss man natürlich auch der Typ Mensch sein, der gerne im Vordergrund steht und einfach auch gerne auffällt. Das ist einfach so. Ich meine, wir brauchen uns nichts vormachen. Ich bin ja auch vom Typ her ein sehr auffälliger, tätowierter. Es spiegelt mich halt auch wieder. Viele sagen dann, ein Auto ohne Sticker sieht besser aus. Ja, ich bin aber auch tätowiert. Das heißt, indirekt habe ich ja auch irgendwo Sticker. Es ist halt einfach mein Projekt und es spiegelt einfach mich wieder. Mein Fazit, Thema Optikcheck zu diesem Auto, muss man ganz ehrlich sagen, eine ganz wilde Nummer. Ja, definitiv. Es ist einfach crazy, einen neuen RS3 zu nehmen und den so wild umzubauen. Ich finde einfach, in Summe darf man das aber auch, weil hier steckt so viel Liebe und so viel Fleiß und so viel Arbeit drin. Es wurde einfach jedes Teil angepasst, jedes Teil ist individuell. In meinen Augen auf jeden Fall ein cooler Umbau. Ich würde sagen, so viel zum Thema Optik. Jetzt geht's auf die Bühne, wir checken die Technik mal. Die Optik bei so einem Auto ist ja immer die eine Sache. Die andere Sache ist ja, was unter der Haube schlummert und auch was unter dem Auto schlummert. Wie sieht der Motor aus? Wie sieht das Luftfahrwerk aus? Die ganzen Kleinheiten werden wir uns jetzt gleich angucken, im Detail. Gucken wir als erstes mal, was hier alles dran umgebaut wurde, weil ich glaube, es wurde tatsächlich sogar mehr umgebaut, als man eigentlich denkt. Das stimmt. Angefangen vom gesamten Motorblock. Das ist kein originaler Motorblock. Der wurde ausgetauscht durch einen verstärkten Motorblock. Die Innereien vom Motor wurden ausgetauscht, sprich Kolben und Pleuel. Für mich ist es das Wichtigste, weil da halt die meiste Belastung im Motor drauf geht. Der Turbolader wurde getauscht, die Ansaugung wurde getauscht, Ladeluftkühler wurde getauscht, die Einspritzdüsen wurden getauscht, die Zündkerzen wurden getauscht, die Zündspulen wurden getauscht. Zusammengefasst kann man eigentlich sagen, an dem Motor wurde alles drumherum getauscht, was man tauschen kann. Wirklich alles, was an dem Motor rangeschraubt ist, ist schon mal getuned. Und zusätzlich, damit
dieser Motor am Ende auch standfest ist, wurden die Innereien Kolbenpleuel auch getauscht. Ganz entscheidender Punkt, wie sieht das bei so Motortuning mit Thema TÜV aus? Das ist ziemlich gut geregelt, muss man wirklich sagen, weil man kann ja heutzutage eine Gesamtabnahme machen. Sprich, alle Sachen werden in Kombination abgenommen. Alle Veränderungen, die ich an dem Auto vornehme, sind eigentlich immer im Vorfeld mit dem TÜV abgeklärt. Er sagt mir dann, ob es funktioniert oder ob es nicht funktioniert. Und wenn es funktioniert, machen wir uns direkt einen Termin, fahren dahin, lassen uns eintragen und dann haben wir Ruhe. Das müsste ich eigentlich gar nicht mit mir mitführen, weil ich eigentlich alles im Fahrzeugschein stehen habe. Aber um es den Beamten im Dienst einfacher zu machen, sehen sie auch die Gutachten, wann die Gutachten, wo die Gutachten gemacht wurden. Ja, dann hat man hier alles schön geordnet, alles steht drin. Und somit erspart man sich eigentlich auch immer eine Menge Zeit, eine Menge Stress und allem drum und dran. Wenn ich in eine Polizeikontrolle komme, ist es eigentlich immer unterschiedlich. Viele Polizisten haben das Auto schon öfters kontrolliert. Die Meinungen sind gespalten. Viele Polizisten schätzen es, dass ich wirklich alles eingetragen habe und da TÜV-konform an die Sache drangehe. Viele Polizisten sind aber auch interessenhalber einfach da dran, um sich das Ding einfach mal anzuschauen und zu gucken, ob es wirklich alles eingetragen ist, so wie ich es auch darstelle. Über den Daumen gepeilt, wie viele Euro sind nur in die Technik hier erstmal reingegangen? Oh, schon 40.000 bis 50.000. Mhm. Und da sieht man halt auch einfach, wenn man so einen Umbau vernünftig macht und diese Leistung auch dauerhaft abrufen will und nicht eben nur einmal Gas geben und schon ist es wieder kaputt, genau, dann ist sowas einfach kostspielig und aufwendig und am Ende wird alles angefasst. 50.000 Euro für so einen Umbau ist natürlich viel Geld, aber man muss auch ganz ehrlich sagen, viel mehr kann man dann auch gar nicht mehr umbauen, weil man tauscht an dem Motor Kolbenpleuel, das sind die tiefsten Teile ganz tief in dem Motor drin. Alleine was da an Dichtung und Schrauben und Arbeitszeit bei drauf geht, weil man muss wirklich den ganzen Motor ausbauen und ihn komplett zerlegen und dann mit den neuen Teilen wieder komplett zusammenbauen. Jetzt kann ich euch gut mal zeigen, wie es überhaupt möglich ist, so einen lauten Auspuff legal hinzukriegen. Die Abgase kommen von vorne durch dieses dezente 89 mm Rohr, haben dann die Möglichkeit bei offener Klappe, hier sitzen tatsächlich zwei Klappen, einfach direkt straight aus dem einen Endrohr rauszugehen, was natürlich Hölle laut ist. Dann gibt es aber die Möglichkeit, hier Klappe Nummer 1 zu verschließen. Dahinter zur Sicherheit nochmal Klappe Nummer 2, weil diese Klappen sind nie 100% gasdicht. Das heißt, man braucht einfach noch eine zweite Klappe dahinter, die das Ganze dann verschließt. In dem Moment müssen die Abgase wie gegen eine Platte zurückprallen und sich diesen Weg durch den Schalldämpfer suchen. Wie der Name schon sagt, Schalldämpfer dämpft einfach, es wird leiser und geht dann aus dem zweiten Endrohr raus. Einzige Möglichkeit, so einen fetten Auspuff irgendwie leise zu bekommen. Ne? Aber der Unterschied ist halt auch echt wirklich brutal. Die Abgasanlage ist tatsächlich als letztes reingekommen. Meiner Meinung nach die beste Investition, die man hätte tätigen können. Hier können wir euch jetzt mal schön das Luftfahrwerk zeigen. An der Stelle sitzt normalerweise eine Spiralfeder aus Metall. Das heißt, wenn das Auto federt, wird diese Feder zusammengedrückt und drückt sich automatisch wieder auseinander. Diese Funktion übernimmt jetzt der Luftbalg. Das heißt, es gibt keine Feder zum Federn mehr, sondern man federt wirklich mit der Luft. Das heißt, wenn das Auto hinten einfedert, wird die Luft komprimiert und dadurch drückt es das Auto wieder nach oben. Exakt. Das Ganze wird gesteuert über einen Kompressor mit Tank. Der sitzt wo? Bei mir hinter dem Sitz. Hinter dem Sitz? Genau. Wie viel Zentimeter können wir das Auto hoch und runter fahren? Insgesamt hat man einen Fahrweg von knapp 7 bis 8 cm. 7 bis 8 cm. Ja. So Philipp, bevor wir einen Soundcheck machen, will ich dir erstmal noch was zeigen, was ich mit dem Handy steuern kann. Das ist zum Beispiel mein Luftfahrwerk. Das ist über eine App steuerbar. So würde es aussehen, wenn ich den komplett ablege. Jawohl. Ja, so sieht der abgelegt aus. Ist immer wieder krass, wie optisch das Auto ganz anders aussieht. Wirkt direkt ganz anders, ja. Für die Straße gibt es spezielle Federwegsbegrenzer, die den Wagen im Falle eines Druckabfalls in einer sicheren Fahrhöhe halten. Und jetzt wird es laut. Hier sehen wir gerade perfekt Thema Klappenauspuff. Ich habe es euch gerade erklärt. Klappe zu, kommt gar nichts raus. Und hier sieht man gerade richtig schön die Abgase, das Kondenswasser, wie es nur aus dem Endrohr rauskommt. Mach mal Klappe auf. Ja, in dem Fall sieht man sogar optisch, wie auf einmal die Klappe aufgeht. Ich gehe mal lieber ein bisschen zurück, wenn du Gas gibst, ne? In dem Moment
Moment, wo er dann die Klappe aufgemacht hat, es ist wirklich, die Hölle auf Erden bricht los. Es ist einfach nur krank laut. Also es ist wirklich schon so laut, ich musste mir die Ohren zuhalten. Natürlich hallt das hier in der Halle jetzt auch krass. Die Klappen im Auspuff öffnen sich normalerweise erst jenseits der 50 km/h. Für den Show-Effekt abseits der Straße geht's aber auch per Knopfdruck. Mein Fazit nach dem Technikcheck: Bei Bedes Umbau ist es definitiv so, da wurde von vornherein alles mit Hand und Fuß gemacht. Er hat selber die Erfahrung gemacht, wenn man Sachen nutzt, muss man sie verstärken, sonst gehen sie kaputt. Dann kostet es am Ende doppelt. Deswegen wurde hier wirklich viel Geld in die ganze Technik investiert. Ja, schon. Da sind Kleinwagen nur in die Verstärkung des Motors gegangen. Aber genau das muss man machen, damit es einfach so zuverlässig funktioniert und immer abliefert. Exakt. Alle Umbauten sauber durchgeführt. Ich habe nichts zu meckern. Jetzt habe ich noch eine kleine Überraschung für dich vorbereitet. Oh, dann bin ich mal gespannt. Let's go. Für die nächste Challenge stehen 10 waschechte Tunerinnen und Tuner bereit. Jeder ist in der Szene unterwegs und investiert viel Geld ins Auto. Entsprechend hoch ist ihr Anspruch. Bedes, kommen wir zum letzten, dritten Punkt unseres Tuning-Checks. Du hast es selber gesagt, dein Auto polarisiert einfach extrem. Genau. Ich bin der gleichen Meinung, es polarisiert tatsächlich extrem. Deswegen habe ich mir überlegt, für diesen dritten Check lade ich einfach mal die Community ein. Und die gibt auch mal ihre Expertenmeinung dazu ab, sehr gerne. Krass dieses Auto in der Szene ankommt. Oh, da bin ich gespannt. Deswegen, meine Damen und Herren, herzlich willkommen. Vielen Dank, dass ihr hier seid. Ich würde vorschlagen, ihr könnt alle einfach mal zusammenkommen, guckt euch einfach mal das Auto an und dann freue ich mich auf eure Meinung. Warum eigentlich ein Community-Check? Ich persönlich finde, dass wenn man wirklich eine ehrliche Meinung zu so einem Auto haben will, dann braucht man da nicht irgendwelche Passanten zu fragen, sondern man muss einfach die Leute fragen, die das Herz am gleichen Fleck haben, die auch Bock auf Tuning haben. Und genau deswegen habe ich heute aus der Community ein paar geile Autos eingeladen. Natürlich bin ich nervös und ich weiß nicht genau, wie die Meinung sein wird, aufgrund dessen, dass die Charaktere auch sehr verschieden sind. Ich glaube, er hatte schon ein bisschen Angst, dass der eine oder andere das Auto vielleicht nicht ganz so sieht, nicht ganz so versteht und halt hier und da auch mal was Negatives sagt. So ein paar kleine Anbauteile gefallen mir jetzt nicht. Das ist aber Geschmackssache. Das muss jeder für sich selber wissen. Aber ansonsten ist das Auto echt toll. Nee, ich finde ihn eigentlich ziemlich cool. Also die Farbe sehr auffällig, wirklich stimmig das Projekt insgesamt. Ich mag auch, dass halt das Konzept komplett umgesetzt ist. Ich bin kein Fan von Fahrwerkfelgenfolie. So, wenn man halt auch mal vernünftig an die Leistung rangeht und ein bisschen mehr rausholt aus dem Auto, ein bisschen mehr Herz reinsteckt, ist schon echt mein Ding. Der Wagen ist sehr, sehr extrovertiert, der ist laut. Also nicht nur die Abgasanlage, sondern allgemein das ganze Design und das Fahrzeug ist halt sehr, sehr auffallend. Ich finde es gut, weil der verkörpert eine gewisse Leistung und ein gewisses, ja, Auftreten. Das Gleiche steckt aber auch drin. Es sind manche Aspekte dran, die mir nicht so gut gefallen. Ich bin zum Beispiel kein Dachbox-Freund. Aber wem es gefällt, der soll es machen. Und das ist ja auch das, was in der Community wichtig ist, dass jeder individuell das an seinem Fahrzeug verändern kann, natürlich auch. So, Bedes. Ja. Es wird ernst. Ja. Ich denke mal, ihr habt euch alle beratschlagen. Habt euch ein Bild gemacht. Wie sieht's aus? Wie steht's um den RS3? Ich würde auf jeden Fall sagen, wir haben uns alle dazu entschlossen, es steckt so viel Herzblut in dem Auto drin. Der Umbau ist einfach wirklich mit Leidenschaft gemacht. Du hast irgendwie überall was angepackt. Das haben wir alle wirklich großen Respekt vor, weil wir kennen selber die Umbauten, wie sie passieren und wie viel Arbeit und wie viel Schmerz auch in sehr vielen Sachen drin steckt. Das stimmt allerdings. Und deswegen, also großen Respekt dafür. Auto ist mega geil. Da muss ich ihn einfach umarmen. Kein Problem. So wie ich jetzt das Auto kennengelernt habe, habe ich auch Bedes kennengelernt. Es ist ein ganz lieber, netter, feiner Kerl, der einfach Bock auf Tuning hat. Wir wollten deine Geschichte hören. Wir haben uns dein Auto angeguckt. Optik-Check, Technik-Check, Community-Check. Ja. Ich durfte einen neuen Rekord aufstellen. Schnellste Dachbox auf dem Grippodrom. Das Auto hat definitiv abgeliefert. Bei uns geht keiner leer aus. Deswegen kriegst du eine kleine Anerkennung von mir für den Grip-Tuning-Check. Ja, das ist cool. Und zwar ein kupferfarbenen Turbolader. Geil. Geiles Auto, Dank. Hast du wirklich super gemacht. Geile Geschichte dazu. Ein Schaufelrad könnte ich bald für meinen Turbolader gebrauchen. Von daher ist das ein super, super Gimmick. Und ich freue mich mega darüber. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Es war mir eine Ehre. Ich bin stolz, dass ich solche Autos hier vorstellen darf. Genau das ist Tuning. Die Community hat es nochmal bestätigt. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Wie ich sehe, hat dir das Video gefallen. Ich finde es mega, deswegen lass einfach ein Like da, bleib auf dem Kanal und abonniere uns. Wenn du Lust hast auf ein weiteres Video, dann klick hier.